Es kommt Steinbock. Ja. So, es kommt Steinbock. Was denkt und fühlt und agiert dein Wunschpartner, wo Steinbock Sternzeichen hat? Was möchte er mitteilen? Oh, falsches Spiel. Du darfst mir nicht vertrauen. Es tut mir leid, aber ich meine es einfach nicht ehrlich mit dir. Im Endeffekt ist alles, was ich sage, eine Lüge, eine Illusion. Ich bin wohl leider als schlechter Mensch geboren. Ich fühle einfach nichts, für nichts und niemanden. Also lass dich nicht länger von mir ausnutzen. Der nutzt einen aus, ja? Der macht ein falsches Spiel mit dir, meine Liebe, ja? Steinbock. Was ist, was war, was kommt in der Vergangenheit dieser Mensch? Ja? Oberflächlichkeit, er denkt nur an sich, ja? Ego, Egoist. Er empfindet nichts von niemandem momentan. Gegenwart. Hoffnungslosigkeit in Sachen Liebe. Zukunft. Er wird sich in Zukunft verlieben trotzdem. Und eine feste Beziehung möchte er. Ja? Momentan ist er erschöpft. Was ich hier merke, würde ich das auch kommunizieren lassen. Ja? Er ist erschöpft, er zieht Hoffnungslosigkeit in sich, in der Liebe. Ja? Sag mal. Diese Hoffnungslosigkeit, warum? Familienangelegenheit, gesellschaftliche Wohnsitz. Schau mal, er möchte nicht vertiefen mit dir, ja, er möchte nur mit dir zusammen sein, wegen unterschiedlicher Wohlstand oder wegen familiärer Angelegenheit, was ich sehr. Du hattest schon mit Kultur, Mentalität, kann sein, dass er von einem anderen Land kommt, ja? Und finanzielles, ja, dich ausnützt finanziell, nur mit dir zusammen ist, etwas vormacht, weil er dich momentan braucht, verstehst du? Aber in Zukunft, ja, möchte er eine Partnerschaft, eine Beziehung und er wird sich verlieben. Ja? Ob in dir ist oder jemand anders, das weiß ich nicht. Ja? Ich möchte aber eine Karte hier legen. Ja? Ich möchte eine Karte hier legen. Warte mal. Was er mit dir vorhat. Ne? Aber schau mal, ein falsches Spiel. Ja? Er spielt ein falsches Spiel mit dir. Der nützt dich nur aus. Hier, es geht um dich, wo zuguckt. Was denkt und was fühlt er? Was ist das? Bist du das? Entwickelt sich dann eine Partnerschaft und der wird sich total in dich verlieben in Zukunft. Bist du das? Was denkt er über dich? Was fühlt er? Was denkt er zuerst? Was denkt er? Ja, er denkt, er möchte nichts überstürzen, ja? Er macht es langsam mit dir. Emotionen sind da. Was fühlt er? Was fühlt er zu dir? Er fühlt sich wohl bei dir, ja?
Aber er denkt viel wegen Familie, was Familien denken über dich. Und reagiert er. Ja, er bleibt dir loyal. Ja, er bleibt dir loyal. Er möchte, das ist eine Seelenverbindung. Ja, er möchte auch, schau mal, wie agiert er. Er wird in Zukunft für dich trotz allem Hindernisse wegen Familie, Kultur, wie er erzogen worden ist, kann auch religiöse, spirituelle Sache sein. Ja? Ihr kommt von verschiedenen Kulturen, andere Länder, andere Zeiten. Ja? Deswegen macht er langsam. Aber er möchte eine Beziehung mit dir. Und das wird er sich offenbaren, weil er sich verliebt in dich. Er kommt von seinen Gefühlen nicht weg. Zuerst hat er nicht ernst gemeint mit dir. Er wollte nur mit dir zusammen sein, weil zu seiner Gunst. Ja? Er hat nur seinen Profit daraus gemacht. Und mit der Zeit hat aber seine Gefühle eine andere Dinge durch die Rechnung gemacht. Ja? Und er hat Gefühle für dich entwickelt. In Zukunft kommt das. Ja? Dass es doch am Anfang nur, ja, ich lasse mich da rein und mal schauen, wie es sich entwickelt. Aber die Gefühle, die er für dich hegt in Zukunft, er wird sich in dich verlieben. Das hat er nicht damit gerechnet. Trotz allem Blockade durch die Familie oder seine, was er denkt, ja, was er mit sich bringt, ja, das wird er dann aber sagen. Ja. Aber macht langsam das ganze Prozedere. Ist auch Prozedere für ihn. Ja? Er dachte, er hat dich kennengelernt, hat einfach so locker genommen. Ja? Und nachher packt ihm diese Gefühle und da wieder reagieren, trotz allem Blockade hier, durch die Familie, Umfeld. Ja? Genau. Wow. Das ist eine Wende. He? Steinbock, was ist noch bei ihm im Leben? Was gibt es noch für eine Botschaft hier in seinem Leben? Was ist noch bei ihm? Ja? Steinbock. Oh ja, schau mal. Der Star. Große Arkane-Karte. Ja, glückliche Zukunft. Ja, er stellt sich dann die Zukunft mit dir. Ja, obwohl er am Anfang nicht mal so ernst bei dir war. Aussichtsreiche Zukunft. Glück beschützt. Ihr seid aber auch beschützt vom Himmel. Erfolg, neue Hoffnung, Hoffnungslosigkeit wegen Familie und Kultur und das alles. Aber schau mal, erschöpft Hoffnung zwischen euch zwei. Wow. Gute Entwicklung. Wow, also das ist eine große Arkane-Karte, Steinbock, dieser Wunschpartner. Das ist etwas Signifikantes bei euch zwei. Ja? So kann ich das sehen. Schau mal das an. Der wird dann sich so entscheiden, dass er alles mit dir möchte. Wow. Wow. Auch er macht sich Gedanken wegen Altersunterschied. Kann sein, dass du älter bist. Sich gut kennen, begegnen, ja. Ja, er ist verträumt, ja. Er hat nicht damit gerechnet, dass es Liebe wird, was er für dich empfindet. Wow. Und er wird in Zukunft kämpfen für euch zwei. Altersunterschied spielt eine große Rolle bei euch. Das ist ein bisschen, die er Angst hat von der Zukunft, wegen Familienangelegenheit, ja. Sich gut kennen.
Ihr werdet miteinander schmelzen. Er hat nicht, weißt du, er hat nicht damit gerechnet, dass er dich kennenlernt. Und am Anfang hat er locker genommen. Mal gucken, was da, ja, wegen dieser Blockaden, wegen Familiengelegenheit, wegen Mentalität, wegen religiöse Faktoren kann sein, wegen ja, diese Sachen, ja, diese Formalitäten, ja, auch vielleicht unterschiedliche erzogen. Er ist in einem anderen Land, da hat man andere Kultur, ja, und du bist zum Beispiel in deinem Land aufgewachsen, Freiwahl und eine freierlicher Kultur als bei ihm kann sein, konservativ, ja, so. Aber das kommt, ja, das kommt. Wow, diese Wende, wahnsinnig, ja. Was möchte ich noch hier auf Seelenebene bei ihm? Was gibt es noch für Botschaft, ja? Was kommt von Botschaft hier? Was ist noch bei ihm auf der Seelenebene? Ja? Was noch bei ihm los? Steinbock. Nachher kommt Wassermann. Schatzinsel entdeckt in ihrer Kostbarkeit. So sieht es euch dann, ja? Schatzinsel, du bist ein Schatz für ihn. Das schätzt er. Und schau mal, Helferchen, oh je. Der Himmel hat Hand im Spiel bei euch, schützt euch in dieser Angelegenheit und ihr werdet siegen, ja? Dein Schutzengel schickt dir reichlich Segen. Ihr seid gesegnet in eurer Verbindung. Niemand kann euch aufhalten, ja? Was ist noch? Ihr seid geschützt. Das ist das, was ich meine. Himmelhoch. Spielsatz und Sieg, wenn du dir selbst treu bleibst. Siehst du? Das ist das, was er erkennt, ja? Er erkennt Sieg, wenn du dir selbst treu bleibst. Siegt er auch gegen die Familie und Umfeld, ja? Dass das, was ihm bewusst wird, dass du ein Schatz bist für ihn, ein Diamant, ja? Dass er eigentlich glücklich soll sein bei dir, dass er alles hat mit dir und alles schaffen kann. Und schau mal die letzte Karte, Scepter. Er hat das Scepter, der Schlüssel in der Hand, das weiß er. Er wird das anerkennen, dieser Steinbock hier. Die Verantwortung für dein Leben liegt bei dir. Und das wird er alles erkennen. Das ist doch toll. Und jetzt eine Karte für dich, wo zuguckt. Was ist noch da? Wow, schau mal das an. Umarmung. Du hast ein perfektes Gegenstück gefunden, meine Liebe. Auch. Das ist dein Mann, dein Lebensendpartner. Trotz allem Bergen, Blockade, ja, Unsicherheit, Hoffnungslosigkeit wegen Familie oder ja, persönlicher Gelegenheit, ihr werdet es schaffen. Ja? Umarmung, du hast ein perfektes Gegenstück gefunden. Wow, er wird sich für dich entscheiden. Trotz aller Widrigkeit, ja, alle Blockaden, alle, ja, das, was ich alles erzählt habe. Alles Gute.